Tag, Ernie. Oh, hallo, Bert. Ernie, ich hab dich schon überall gesucht. So, warum denn? Ja, weil... Oh, was ist denn das für ein Schild? Ernies Friseurgeschäft. Die volle Wahrheit. Das kann doch nicht dein Ernst sein, Ernie. Ist nicht mein Ernst, ist mein Schild. Aber Ernie, du bist doch kein Friseur. Was soll das heißen, du bist kein Friseur? Aber du bist nun mal kein Friseur. Ich habe beschlossen, ein Friseur zu sein. So? Ich habe mir eine Friseurschere und einen Friseurkamm und einen Friseurspiegel besorgt und darum bin ich nun ein Friseur. Ja, aber Ernie, du hast doch noch nie jemandem die Haare geschnitten. Tja, das ist wahr. Aber schon gleich sofort werde ich jemandem die Haare schneiden. Willst du damit sagen... Dass du einen Dummen gefunden hast, irgendeinen Trottel, der sich tatsächlich von dir die Haare schneiden lässt. So, mein Herr, lässt. Würden Sie bitte Platz nehmen? Ja, gern. Das verstehe ich nicht. Wie kann jemand nur so dumm und töricht sein, sich von dir die Haare schneiden zu lassen? Du wirst erstaunt sein, Bert. Geht gleich los. So. Einen Moment mal, Ernie. Du, Ernie. Ernie, du hast doch nicht etwa vor, mir die Haare zu schneiden. Bitte, mein Herr, würden Sie bitte still sitzen? Wie soll ich Ihnen die Haare schneiden, wenn Sie zappeln? Machen. Setz dich hin, Bert. Setz dich und schön still. Du weißt ja gar nicht, was du tust. Ich weiß ganz genau, was ich tue. Jawohl, ganz sicher? Genau, ganz genau. Oh Mann. Der große Meister beginnt mit seiner Kunst. Aber oben bitte nicht zu viel weg. Nur keine Angst, mein Herr. Ich trage mein Haar lieber lang, Ernie. Wenn ich fertig bin, wirst du begeistert sein. Gut, aber mach es so, dass es noch schön ist. Es wird Ihnen gefallen, mein Herr. Du wirst dich nicht wiedererkennen, Bert. Du, Ernie, nicht zu kurz, nein? Nein, nein, Bert, ich schneide es dir schon nicht zu kurz. Dann ist gut. Außerdem, Haare haben es so an sich, dass sie nachwachsen, wenn man sie abgeschnitten hat. Ja, das ist das Tolle. Haare machen das nämlich so. Ja. Ist doch großartig, wenn man mal so darüber nachdenkt. Nun mach schon, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, Ernie. Nur ruhig, Blut, ich bin gleich fertig. Klippidi-klipp, klippidi-klipp, schnipp, schnipp. Und schon ist das große Meisterwerk beendet. Ja, kann ich jetzt aufstehen? Mhm. Na, endlich. Also? Also was? Was, mein Herr? Na ja, wie sehe ich denn aus? Wundervoll, mein Herr. Wundervoll. So hast du noch nie ausgesehen, Bert. Ach, nun komm schon, Ernie, mach keine Witze. Wo ist der Spiegel? Wo ist der Spiegel? Bert, du solltest jetzt nicht in den Spiegel sehen. Selbstverständlich will ich mich im Spiegel sehen. Nein, würde ich nicht tun. Wo ist der Spiegel? Her damit, Ernie. Schön. Wo ist der Spiegel? Wenn du unbedingt willst. Aber auf deine Verantwortung. Bitte sehr. Du, Ernie. Hm? Ich bin Karl. Ach, weißt du, das würde ich nicht so sagen, Bert. Das würdest du nicht so sagen? So, aber es ist doch wahr. Na klar ist das wahr, aber ich würde das nicht so sagen. Ernie, du hast mir alle Haare abgeschnitten. Ja, tut mir leid, ist ein bisschen kurz aber geworden. Ernie, aber Haare wachsen dir wieder nach, das tun sie. Meine schönen Haare. Ja, das ist das große Art in Haaren. Aber das es wird Monate dauern, bis meine Haare wieder nachgewachsen sind. Was? Monate? Ja, Monate. Was hast du dir bloß dabei gedacht? Ja. Bert, ich weiß was. Mir ist etwas eingefallen. Einen Moment. Mein schönes Haar. Hier, für dich, Bert. Was ist das, ein Buch? Mhm. Mit einem Buch wachsen meine Haare auch nicht schneller. Nein, aber es ist nicht so langweilig, während du auf deine Haare wartest. Warte mal, Ernie! Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen. Aus Versehen habe ich Bert alle Haare abgeschnitten, als ich das erste Mal Friseur gespielt habe. Nun muss ich ihm irgendwie helfen. Ernie, so geht es wirklich nicht. Geht nicht was? Weil es nicht geht, ganz einfach. Was? Ich kann die Mütze nicht tragen, bis die Haare nachgewachsen sind. Ich sehe nichts. Wie denn? Was denn? Du siehst nicht? Nicht die Hand vor den Augen. Kannst du mir glauben? Ja, das glaube ich dir, Bert. Du sprichst nämlich mit der Wand. Was? Mit der Wand? Hier, wieso bin ich das? Geguckt? Wo bist du? Danke. Oh, bitte, Bert, nicht zu danken. Ich werde dir aus deiner Klemme helfen. Du brauchst etwas und ich weiß auch, was das ist. So, was brauche ich? Eine Perücke. Was? Hm? Jawohl, Bert, du brauchst eine Perücke. Du willst mich wohl aufziehen. Was du brauchst, ist eine Perücke. Du kannst von Glück sagen, ich habe eine und ich werde sie dir aufsetzen. Das darf doch wieder nicht wahr sein. Schöne Perücke. So, bitte Platz nehmen, der Herr, bitte setzen. Nein, so, gleich fertig. Lass doch den du wirst begeistert sein. Oh Mann, du bist wieder du selbst. So, das wird erste Klasse. Hm? Schon fertig. Siehst du, nun siehst du genauso schön aus wie vorher. Sehr witzig. Ja, sehr witzig. Siehst Hör du? Mal, ich werde das Ding nicht tragen. Ich kann es nicht. Warum nicht? Weil es dämlich aussieht, deswegen. Ja, alle meine Freunde werden mich auslachen. Oh, ich weiß schon, dann brauchst du noch einen Bart. Wozu brauche ich denn einen Bart? Dann können deine Freunde dich nicht erkennen. Aber du, Ernie, hör auf mit dem Unsinn. Kommt nicht in Frage. Schon los. Bitte mach jetzt endlich Schluss. Haben wir gleich. Aber ja, das haben wir gleich. Haben ihn schon. Aber das ist doch albern. Das ist doch wirklich zu albern. Du hast ja vollkommen recht. Das ist albern. Na bitte, na also. Das ist albern, weil da fehlt noch etwas. Ja, hör auf, Bert, dir fehlt noch ein Schnurrbart. Jetzt ist es aber genug. Halt doch mal still, Bert. Ganz still. So, du klippst schon mir ja, du klippst mir ja den Mund zu. Nein, Ernie. Du siehst großartig aus. Was meinst du damit? Na, dass du großartig aussiehst. Glaub ich nicht. Ich kann mich doch auf der Straße so nicht sehen lassen. Und warum nicht? Und warum nicht? Was werden die Leute sagen? Die Leute... Da kommt gerade einer. Wollen mal sehen, was der sagt? Mhm.
Papi! Was? Oh, Papi, wie schön, dass ich dich treffe. Du, wir haben uns seit heute Morgen nicht gesehen. Bringst du mich nach Hause? Ich bin nicht dein Vater. Komm endlich. Du hast was Schönes angerichtet. Lass mich in Ruhe. Ich bin nicht dein Vater. Nun lass mich doch endlich in Ruhe. Einen sehr schönen Tag hatte mein Freund Bert heute noch nicht. Armer Bert, zuerst schneide ich meine Haare ab und dann kommt doch noch ein Monster und nimmt ihn mit. Hey Bert, du bist wieder da? Oh Bert, sicher hast du Ärger gehabt mit dem Monster. Aber du hast ja deine Haare wieder, oder ist das eine Perücke? Nein, ist das dein richtiges Haar? Willst du behaupten, dass es so schnell wieder gewachsen ist? Haben das die Monster gemacht mit einem Zaubermittel? Ja, Monster können sowas. Was die alles zaubern können, das ist wirklich... Was haben sie gemacht? Haben sie dir ein Spezial-Monster-Haarwuchsmittel gegeben? So. Du, Bert, warum sagst du denn gar nichts? Warum bist du denn so verschwiegen? Ich meine, nur ist irgendwas mit dir los, Bert? Na komm schon, Bert, sag doch was. Kekse! Oh.